Ein abgekämpfter, aber zufriedener Markus König, Mannschaftsführer der zweiten Sebensteiner Mannschaft. Jetzt nach den Doppel 6:3 für Sebenstein 2, ist das bereits der Aufstieg in die Kreisliga A? Ist damit das Saisonziel erreicht? Es ist zumindest ein sehr großer Schritt. Die letzten zwei Partien, das sollte im Normalfall nichts mehr passieren. Mal schauen, mit welcher Mannschaft wir dann dorthin fahren, aber BH haben wir zu Hause und Ebenfurt dann die letzte Partie. Sollten auch noch zwei Siege drin sein und dann schauen wir nächstes Jahr in die Kreisliga A rein. Und die Kreisliga A, haben Sie schon persönliche Erfahrungen mit der Kreisliga A gemacht? Oder wird das für Sie neues Terrain sein? Nein, Kreisliga A haben wir alle eigentlich schon gespielt, sage ich jetzt mal so quer durch die Bank mit der 1er Mannschaft, bis die dann durchmarschiert ist bis Landesliga B und jetzt rückt eben die zweite nach, dass man da ein bisschen die Lücke schließt. Das ist schon wichtig auf alle Fälle. Und welchen Anteil am Erfolg sehen Sie hier beim Mannschaftsführer? Mannschaftsführer hat natürlich den allergrößten Anteil an dem Erfolg. Ich möchte jetzt die Mannschaftskollegen nicht schmälern, aber ja. Klar, im Großen und Ganzen hat es schon gepasst. Also alle sechs gut gespielt. Gut, also dann den Tag nicht vor dem Abend loben natürlich. Richtig. Die letzten beiden Aufgaben, professionell und souverän nach Hause spielen. Genau, ja, das ist auf alle Fälle das Ziel, dann sollte es möglich sein, der Aufstieg. Vielen Dank. Gerne.